Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol bin am Ende mit meinem Latein quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen oder sie wurde der Länge alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Heute mit einem spannenden Thema und das erste Mal als Premiere mit einem Spezialgast hier bei uns in der Folge. Thema ist aktuell der Sturz ins Eis und er ist ein bisschen inspiriert von Zeitungsartikeln, die ich vor einiger Zeit gelesen habe, wo immer mal wieder berichtet wurde von Menschen, die sich auf dünnes Eis gewagt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann tatsächlich eingebrochen sind. In der Presse ging tatsächlich auch ein ganz bestimmter Fall rum, wo eben eine Person tatsächlich über sehr lange Zeit unter dem Eis war und dann leblos geborgen und reanimiert wurde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, normalerweise sagen wir immer, oh Mensch, mit jeder Minute, die nicht reanimiert wird, geht so und so viel Gehirn tot und wenn ganz lange nichts passiert, sind die Aussichten schlecht. In dem Fall hat man, obwohl es mehr als eine Stunde war, wenn ich mich recht entsinne, trotzdem noch mit der Reanimation angefangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, bringt das eigentlich noch was? Ja, und das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was man grundsätzlich erstmal konstatieren muss, ist, das ist nicht gut. Ja, also das ist erstmal nicht gut als Ausgangszustand. Wenn wir uns die Frage stellen, sollen wir da überhaupt noch anfangen, dann gibt es da eine ganz klare Antwort, ja, unbedingt. Wir sagen immer, und das hat einen guten Grund, warum wir das sagen, ein Patient ist nur dann tot, wenn er warm und tot ist. Das ist so ein Leitspruch der Notfallmedizin, insbesondere so im Bereich der Bergrettung und eben auch der eisbrüchigen Rettung. Ja? Woher kommt das? Unser Problem ist ja, das haben wir ja schon gesagt, dass wir einen Gewebeuntergang im Gehirn haben. Ja? Das heißt, dass nach und nach relativ zügig unsere Gehirnzellen sagen, boah, hier kommt kein Sauerstoff mehr an, hier kommt keine Energie mehr, Lieferanten mehr an, jetzt ist es over. Ja? Das Schöne ist, wenn wir das schockfrosten, das Gehirn, und letzten Endes tun wir nichts anderes, wenn wir diesen ganzen Kopf einmal in Eiswasser tauchen, dann ist das tatsächlich schonend. Also im Sinne von, die Zellen fahren ihren Energiestoffwechsel herunter, unfreiwillig, aber dennoch. Ja? Die können den deutlich herunterfahren, die haben einen viel geringeren Energieverbrauch. Das heißt, die brauchen auch viel weniger Sauerstoff, die brauchen viel weniger Energie aus dem Blut und haben eine viel längere Zeit, in der sie sozusagen noch halbwegs schadensfrei überleben können. Das heißt, wir beginnen unbedingt die Reanimation. Und dann ist sozusagen der grobe Fahrplan, das machen meistens nicht wir als Sanitäter, da fehlen uns ein bisschen die Mittel für, dass der Patient perspektivisch unter Reanimation aufgewärmt wird. Ja? Kleine Anekdote noch, das ist sogar so hilfreich, diese Kühlung, dass man das zum Teil therapeutisch nach einer Reanimation macht, also den Patient nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis legt. Ja? Nicht gerade in einen gefrorenen See für 2 Stunden, aber man versucht ihn ein bisschen runterzukühlen. Wunderbar. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgehe zu meinen Zeitungsartikeln, die ich dann doch regelmäßig lese, dann enden diese Geschichten, die man liest, meistens mit und dann wurde der Patient in eine Spezialklinik gebracht. Und genau an der Stelle dachte ich mir, können wir heute mal so ein bisschen einsteigen, nämlich mit der Frage, und was passiert eigentlich dann? Denn es gibt ja einen Grund, warum man in diese Spezialklinik fährt und einer der Gründe ist die extrakorporale Membranoxygenierung, genannt ECMO, eine Art spezielle Herz-Lungen-Maschine, die eben diesen Prozess des Unterreanimation langsam Auftauens unterstützt und eben weitere intensivmedizinische Behandlung möglich macht. Und bevor wir euch da irgendwas erzählen, mit dem wir uns vielleicht am Ende gar nicht so gut auskennen, dachten wir uns, wir holen uns eine Top-Expertin mit in unser Team rein und begrüßen deshalb in dieser Folge erstmalig Lilly, die auf einer Intensivstation arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin und uns aus erster Hand berichten kann, was eigentlich in dieser Spezialklinik passiert, wenn der Patient gebracht wird. Und damit rüber zu Lilly. Hallo auch von mir. Ich bin Lilly, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Intensivstation. Wie Nico schon sagte, gibt es im Falle von Reanimationen die Möglichkeit der Herz-Lungen-Maschine. Wenn es jetzt zum Beispiel präklinisch zu einem Kreislaufstillstand und einer anschließenden Reanimation kommt, stellt sich für den Rettungsdienst oft die Frage, was macht man jetzt mit dem Patienten, wenn er vor Ort keinen Kreislauf wiedererlangt? Hier besteht die Möglichkeit,
die Patienten unter Reanimation in Spezialkliniken zu fahren, die dann eine Herz-Lungen-Maschine einbauen können. Diese nennt man VA-ECMO, das bedeutet venoarterielle Membranoxygenierung. Sie übernimmt beim Kreislaufstillstand die Funktion des Herzens und versorgt den Körper mit oxygeniertem Blut. Beim Einbau der VA-ECMO bestehen strenge Kriterien, anhand derer dann entschieden wird, ob der Patient für einen Anschluss überhaupt in Frage kommt. Kommt ein Patient aber für eine VA-ECMO in Frage und kommt auch innerhalb einer bestimmten Zeit in der Klinik an, wird vorher alles im Schockraum vorbereitet. Der Anschluss selber dauert dann noch etwa 10 bis 15 Minuten. Doch welchen Nutzen bringt uns die VA-ECMO jetzt eigentlich? Die ECMO gibt uns Zeit, die Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstandes zu beheben und dem Herz die Zeit zur Erholung zu geben, die es braucht, um selber wieder die volle Funktion zu übernehmen. So besteht zum Beispiel auch bei einem durch Hypothermie induzierten Kreislaufversagen die Möglichkeit einer VA-ECMO. Diese übernimmt dann zum einen die Aufrechterhaltung der Durchblutung und kann gleichzeitig auch zur Erwärmung genutzt werden. Um die Funktion von der VA-ECMO etwas besser zu verstehen, erkläre ich euch jetzt das Prinzip. Hier seht ihr eine grobe anatomische Darstellung des menschlichen Körpers. Kommt ein Patient jetzt unter Reanimation in der Klinik und soll an die VA-ECMO angeschlossen werden, braucht er zwei große Kanülen. Die eine Kanüle wird meistens in die Vena femoralis gelegt, also hier. Diese befördert das venöse Blut aus dem Körper zur VA-ECMO. In der VA-ECMO wird das Blut in den Oxygenator gepumpt. Der Oxygenator ist an Sauerstoff angeschlossen und reichert das Blut mit Sauerstoff an. Dieses oxygenierte Blut führen wir dann zurück zum Körper. Über eine zweite Kanüle führt das oxygenierte Blut über die Arteria femoralis und dann über die Aorta zurück in den Körper geleitet. Somit können wir sicherstellen, dass die wichtigsten Organe und vor allem das Gehirn mit Sauerstoff versorgt werden. Das ist vereinfacht erklärt das Prinzip der VA-ECMO. Ja, vielen Dank, Lilly, für diesen ausführlichen Einblick in deine Arbeit und in das, wie es dann quasi weitergeht, wenn wir mal mit dem Drücken fertig sind und das abgegeben haben. Fazit nochmal von uns. Bleibt am besten einfach runter von gefrorenem Wasser, solange euch nicht jemand sagt, dass es inzwischen halbwegs sicher ist. Also man kann ja auch mal auf einen gefrorenen See gehen, aber nicht nachdem es mal eine Woche in Berlin unter 0 Grad war. Das ist vielleicht so ein bisschen schwierig. Damit verabschieden wir uns auch schon. Es wird hoffentlich langsam wärmer. Dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Lasst uns ein Abo da. Drückt nochmal auf die Glocke, falls ihr es immer noch nicht getan habt. Ich wiederhole das so lange, bis ich wirklich sehe, alle waren es. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.